Herzlich willkommen. Ist jetzt angefangen? Ja, geht los, wunderbar. Herzlich willkommen. Papier- und Falzformate. Unser letztes Karaoke-Video. Wunderbar. Die DIN A4-Reihe, also Papierformate, da gibt es die DIN A4-Reihe. Das ist das Standardformat im täglichen Leben. Festgelegt vom Deutschen Institut für Normung, DIN, 1922 in der DIN-Norm 476. Anschließend wurde das Format vom Weltpostverein übernommen und in den meisten Ländern eingeführt. Die Basisgröße ist ein Rechteck mit 1 Quadratmeter Fläche. Das entspricht einem Blatt DIN A0. Also DIN A0 ist 1 Quadratmeter Fläche mit einem Seitenverhältnis 1 zu Wurzel 2. Die kurze Seite des größeren Formats ist genauso lang wie die lange des nächsten kleineren. Bricht man das immer weiter runter, kommt man auf das Seitenverhältnis 1 zu Wurzel 2. Die Zahl gibt an, wie oft das Ausgangsformat geteilt wurde. DIN A3, ein dreimal geteiltes A0-Blatt mit 1 Quadratmeter Fläche. Andere Formate. DIN B. DIN B ist etwas größer für Ordner und Mappen, um DIN A1 einzustecken. Ne, zum Beispiel Leitsordner oder so Klarsichthüllen. DIN C ist auch größer und eignet sich besonders für Normumschläge zum Postversand. Dann gibt es noch die ganzen amerikanischen Normen. Die entspricht keiner Gesetzmäßigkeit. Wie viele Einheiten im Imperial System in den USA und in Großbritannien gibt es da keine einfache Regel, sondern das sind uralte Einheiten mit ganz anderer Geschichte, also nicht vereinheitlicht in diesem Sinne. Es gibt natürlich dort Normen wie ein US Letter, wie groß das ist halt ein bisschen breiter als DIN A4, ein bisschen kürzer, aber es gibt dann kein eindeutiges Folgeformat oder Vorgängerformat wie bei uns DIN A5, DIN A4, DIN A6. Beziehungsweise DIN A3 dann, also DIN A5, DIN A4, DIN A3. Sowas haben die nicht mit dem Letterformat. Das ist da wichtig. Falzen. Falzen beschreibt eine Technik, bei der unter Zuhilfenahme von Maschinen oder Werkzeugen eine Knickkante im Papier erzeugt wird. Lediglich die maschinelle Verarbeitung bezeichnet man dabei als Falzen, während der händische Vorgang noch Falten genannt wird. Falzen kommt vor allem für Produkte mit kleineren Formaten oder einer geringeren Seitenzahl zum Einsatz, welche nicht geheftet oder gebunden werden. Also Flyer, Landkarten vor allem, Broschüren und so weiter und so fort. Moment. Da, genau, hier können wir nochmal die DIN A4-Reihe sehen. Das, was ich also gesagt habe, das ist das DIN A0-Blatt, 1 Quadratmeter. Hier haben wir ein Seitenverhältnis von 1 zu Wurzel 2. Und das sehen wir hier, warum durch die Teilung dann die Wurzel 2 immer auf der langen Seite auch gegeben sein muss. Aus einem DIN A0 werden 2 DIN A1 Blätter, aus einem DIN A1 Blätter werden 2 DIN A2 Blätter, aus einem DIN A2 Blatt werden 2 DIN A3 Blätter und so weiter und so fort. Gut, hier haben wir nochmal die anderen Formate. Hier sehen wir DIN A4, dann sehen wir DIN C4 drumherum sozusagen. Das wäre dann die Umschlagvariante, damit die DIN-Blätter reinpassen. Und die B-Reihe ist für die Behälter wie Ordner oder Klarsichthüllen und so etwas. Dann gibt es auch noch Übergrößen für den Bogen-Offset-Druck zum Beispiel, dass ich also Sonderformate oder Formate habe, die ich dann seitlich beschneiden kann, um dann am Ende auf DIN A4 rauszukommen. Das sind dann hier solche Geschichten für den Bogen-Offset-Druck. Das Letterformat, wie gesagt, ein bisschen breiter in Rot und ein bisschen kürzer als DIN A4, hatte ich ja schon erwähnt. Gut, Falzen, die Definition hatten wir schon. Hier sehen wir jetzt schon mal 4 kleine Falzbeispiele. Das sind also alles Parallelfalzen. So. Parallelfalz. Parallel aufeinanderfolgende Falzbrüche. Die eignen sich besonders für Flyer und Broschüren. Wir haben hier die Mittenfalz. Der Falzbruch ist immer in der Mitte des Bogens. Die Zickzackfalz. Der Bogen wird in gleich große Teile unterteilt und an jeder Falz in die entgegengesetzte Richtung gefaltet. Die Wickelfalz. Alle Falzbrüche gehen in die gleiche Richtung und das Deckblatt umschließt den Rest. Das ist also wie so ein Schneckenhaus. Und die Fensterfalz, Altarfalz. Da werden die Papierenden hin zur Mitte gefaltet. Da sind also alle Falzbrüche parallel zueinander. Hier die Kreuz- und Kombinationsfalz.
Die Kreuzfalz, da wird das Papier immer im rechten Winkel gefalzt. Das kann man sich vorstellen, wie beim Papierflieger machen. Und die eignet sich für Bögen, auf denen sehr viele Informationen Platz finden sollen, das Produkt aber sehr wenig Platz wegnehmen soll, also Beipackzettel von Medikamenten und so weiter. Die Kombinationsfalz ist eine Mischung aus Parallel- und Kreuzfalz. Dadurch können größere Flächen effektiver gefalzt werden. Zum Beispiel für Landkarten, ganz beliebt, ne? Und alle Produkte, die etwas größer sind als kleine Flyer, zum Beispiel topografische Karten, Wanderkarten, und so weiter und so fort. Nun zu den Falzprinzipien. Verschiedene Möglichkeiten zur industriellen Falzung von Papier. Die Messerfalz, auch Schwertfalz genannt. Die Bögen werden über Walzen bis zu einem einstellbaren Anschlag geführt. Das Falzmesser drückt das Papier an der richtigen Stelle ein und schiebt es nach unten. Dort wird es wieder von zwei Walzen erfasst und glatt gefalzt. Kann theoretisch beliebig oft wiederholt werden und die Lagen werden dann irgendwann viel zu dick, ne? Weil die wachsen ja quadratisch an. Das ist ein altes beliebtes Rätsel, so ein bisschen wie mit dem, also wie oft kann man ein Papier falten? Das geht dann irgendwann einfach nicht mehr, weil die Falz dann dicker wäre als das Restpapier. Also der Falz, genau, die Falz. Um Kreuzfalzen herzustellen, müssen die einzelnen Maschinen zum Falzen rechtwinklig zueinander angeordnet werden oder das Papier unterwegs gedreht werden. Maschinen zum parallelen Falzen können einfach hintereinander in der gleichen Richtung angeordnet werden, da sich die Knickrichtung des Papiers nicht ändert. Das heißt, Kreuzfalzen sind teurer. Die Taschenfalz. Die Bögen werden über Walzen bis zu einem einstellbaren Anschlag in eine Falztasche geführt. Das Papier staucht sich, sobald der Anschlag erreicht wurde, und es entsteht eine Stauchfalte. Die zwei unteren Walzen erfassen diese und ziehen das Papier anschließend zwischen sich hindurch. Kann theoretisch beliebig oft wiederholt werden. Die Lagen werden dann halt nur irgendwann zu dick. Und Kreuzfalzen müssen dabei rechtwinklig zueinander angeordnet werden, Parallelfalzen hintereinander. Also hier auch wieder ein ähnliches Problem dann für die Kreuzfalzen. Gut, herzlichen Dank. Hier sind nochmal die Quellen und hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für Ihre Skripte, für Ihre Folien. Die Notenbesprechung, wenn wir dann in anderen Kanälen machen, müssen wir nicht bei YouTube machen. Insofern herzlichen Dank und wir sehen uns bei den Prüfungen. Viel Spaß.